MC-202, Start und Landung, nur mit Bordinstrumenten, also ohne eingeblendete HUD. Ja, so sieht das innen drin aus bei der MC-202, das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick. Da sind Instrumente und Hebel hier im Cockpit, aber schauen wir uns das mal im Detail an. Das sind die einzelnen Instrumente der MC-202, Benzindruck, Öldruck, Ladedruckanzeiger, Höhenmesser, Kompass, Geschwindigkeit, Wendeanzeiger, Uhr, Variometer, künstlicher Horizont, Wassertemperatur, Öl, Fahrwerksanzeige unten rechts, das sind die beiden grünen Lampen. Daneben, diese schmale Stange, ist die Tankanzeige und auf der linken Seite haben wir die Klappen und halt eben auch die Gradanzeige für die Klappen. Das sind so die Instrumente, die man halt hier im Cockpit ablesen kann. Und ja, das funktioniert eigentlich auch alles hervorragend. Es ist halt ein bisschen anders als bei den anderen Maschinen, weil die MC-202 keine Lampen, keine Kontrollleuchten hat für die Klappen. Also das ist das Einzige, was man wirklich noch so manuell kontrollieren muss, dass man unten gucken muss, wie weit hat man die Klappen tatsächlich ausgefahren. Hier eine weitere Besonderheit der MC, und zwar da unten, das ist die Spornradverriegelung. Das ist das kleine Hebelchen, was ich da umgelegt habe. Hier am Anfang gebe ich mal so ganz kurz wenig Schub zum Anrollen und dann aber auch direkt, komm, Vollgas, gib ihm. Das macht die auch mit, da ist die relativ gediegen an der Stelle. Muss es halt am Anfang, muss man es ausprobieren. Das ist bei jedem Flieger so, dass man da so 2-3 Mal startet und guckt, wie ist das Verhalten von dem Flugzeug, aber so an für sich, finde ich, macht die beim Start eigentlich eine Menge mit. So, jetzt habe ich kontrolliert, ob das Fahrwerk drin ist. Also grün wechselt jetzt auf rot da unten. Statuslichter zeigen rot. Dann nicht vergessen, die Klappen auch dann einzufahren, wenn eine bestimmte Höhe erreicht ist. Wie gesagt, da gibt es keine Kontrollleuchte für, sondern das muss man manuell machen. Das sind jetzt schon die Vorbereitungen für den Landeanflug. Ich habe jetzt kontrolliert, ob das Fahrwerk draußen ist, habe mir jetzt die Kontrollleuchten angeguckt. Ich bin in einem Sinkflug mit ungefähr 180 km/h. So Tendenz, also jetzt nimmt die Fluggeschwindigkeit nimmt jetzt ab. So um die 100 herum bin ich jetzt laut Messinstrument. Und dann halt aufgesetzt und gut ist. Na, das ist halt halt auch Airspeed, das heißt die tatsächliche Geschwindigkeit der Maschine ist etwas höher als eben diese angezeigten 100. Aber wie gesagt, ich habe das am Anfang mit der HUD, bin ich das gegengeflogen, hatte die HUD an, dann hatte ich immer so die Kontrolle halt, wie viel Geschwindigkeit hat die Maschine und dann habe ich das hinterher nur noch auf die Instrumente übertragen. Ja, das war's wieder mal.